Bei der KKH-Allianz hat das Laufen schon eine lange Tradition. Ja, wir treten als Krankenkasse dafür ein, sich mehr zu bewegen. Ich glaube, wenn man als Krankenkasse dafür eintritt, dann muss man auch davon überzeugt sein. Und ich bin selbst davon überzeugt. Ich laufe regelmäßig. Und was bei mir manchmal auch passiert, ich war jetzt letzte Woche gerade zu einer Tagung, ich hatte meine Sportsachen mitgenommen und bin gelaufen. Und ich war jetzt gerade zu einer Tagung und ich hatte sie nicht mit und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ja, weil erstens war es wunderschön, der Ort, wo man laufen konnte. Zweitens, das Wetter spielte natürlich auch mit. Und von daher, ich glaube, dann hat man den richtigen Zustand erreicht, wenn man sich freut, dass man was gemacht hat und in Anführungsstrichen auch ein bisschen schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht gemacht hat. Der KKH-Allianzlauf zieht in ganz Deutschland Laufbegeisterte in seinen Bann. Mitmachen ist ganz einfach. Wenn man dann seinen inneren Schweinehund überwunden hat, sollte man sich zunächst Gleichgesinnte suchen. In der Gruppe zieht einer den anderen mit. Also das Besondere hier ist einfach, dass es kein klassischer Wettbewerb ist. Es geht nicht um Zeit, es geht um keine Platzierung, es geht nur darum, dass wir uns in Bewegung setzen, dass wir einfach laufen und loslaufen und dass es doch ein sehr familienbezogener Event ist. Hier ist wirklich Vater, Mutter, Kinder, Großeltern, also es ist wirklich jeder da und hat Spaß an der Bewegung. Im nächsten Jahr feiert der KKH-Allianzlauf sein 10-jähriges Jubiläum. Wer mitmachen will, kann ja jetzt schon anfangen. Tipps dazu gibt es auf der Website der Krankenkasse.